Recht herzlich willkommen zur 112. Folge von Avorion. Ich glaube, das da hinten ist unser Schiff, ne? Ne, ist noch ein Wrack sogar. Okay, wir haben noch was vor. Und zwar hatten wir gesagt, es ist irgendwie unterdimensioniert. Der Bremsschub ist niedrig. Okay, also Antrieb ist jetzt nicht nur, sondern Bremsschub ist auch die Schwierigkeit. Das bedeutet, da müssen wir definitiv noch dran. Mechaniker, nicht Ingenieure. Ja, das ist schon klar. Das bedeutet, wir müssen noch eine Bremsschubdüsen irgendwo integrieren. Korrekturdüsen, irgendwo gab es die hier auch. Ich glaube, auf Seite 2 gibt es die, oder? Ne. Klugschreiber, Eisenproduktion, Torpedo. Eisengeschütz, das ist er hier, ne, oder? Eisenbasiskante, ne. Ecke. Panzerung. Gab es das doch gar nicht in Dingens, sondern vielleicht in Titanor? Korrekturdüse, gerichtete, Titan-Dock, Integritätsfeldgenerator, Generator, Energiecontainer, Produktion, wo ist denn jetzt bitte schön hier? Geschützrotationsfixierer, ich brauche doch den Bremsschub noch. Nee, ich bin von überzeugt, dass es den hier vorne schon gab. Quartiere, ist klar. Eisenkorrekturdüse. Eisengerichtete Korrekturdüse. Eisengyrophalanx. Trägheitsdämpfer, das ist er doch. Meine ich jedenfalls, oder? So, und wo bauen wir den noch hin, wenn? Warte, wir machen... Schub, Bremsschub, da steht 2,9. Wenn ich den jetzt mache, gibt es da eine 10. Alles klar. Dann ist der das auch. So, und den... Der ist neben dem Gitter. Ist der auch bei Titan neben dem Gitter da? Nee. Aber Nanonit könnte knapp werden, oder? Den gibt es da auch gar nicht. Also, alles geklärt. Der ist es, den brauchen wir. Aber wir brauchen erstmal den... Und dann kopieren wir den von da weg und bauen den dahin und das Ganze zweimal, denke ich. Und dann den kopieren, Steuerung C, Steuerung V und dann nochmal auswählen und... Ja, das ist ein bisschen anders schon, aber ich glaube, das ist erstmal egal. Das machen wir erstmal so, ne? Oder wir machen den auch... Das ist 150... So viel brauchen wir ja gar nicht, glaube. Lass uns den mal gerade... in dieser Größe ändern. So, wie sieht's jetzt aus? Jetzt ist Bremsschub auf jeden Fall da. Der Schub ist schlecht, steht da noch. Und Pitch oben unten ist auch gelb. Aber das... War jetzt, glaube ich, nicht so spielentscheidend, oder? So, wir kommen zu dem dahin. Fliegen mal zu dem Wrack gerade. Und wir sind zack auf Null. Das ist schon mal super Bremsschub. Da gibt's was. Das ist auch noch... Sind das alles Wracks hier? Ich glaube, ja, ne? So, unsere Station ist da. Und der andere, der fliegt da auch noch rum. Der Zoltan, der lebt auch noch. Sehen wir da oben, der ist aber gerade lila und nicht rot. Sieht so ein bisschen so aus, als ob der nichts mit uns zu tun haben will. Wollen wir hoffen. Wenn wir beschossen werden, haben wir ein anderes Problem. Wir brauchen jetzt erstmal Personal. Das ist wichtig, damit wir vernünftig fliegen können auch, ne? Geht langsam voran, ne? Können wir auswählen, dann sehen wir, wie schnell. Wir sind schon mit super schnellen Antrieb unterwegs und die Container sind auch relativ groß, die Energiecontainer, wie wir sehen. Unten geht der Balken jetzt erst langsam runter. Ja, kommen wir hin, ne, oder? So, jetzt können wir dann gucken, wie es sich regeneriert. Ob das schnell geht, ob die Generatoren genug Power liefern. Das sieht gerade schlecht aus.
Muss ich erst anhalten, dass die hochkommen? Also generatormäßig sind wir wohl ganz schlecht unterwegs. Weil da lädt sich nichts auf. Das ist nicht gut. Steht das da oben auch, oder? Es braucht mehr Energie, als es verbraucht. Das ist schon mal ganz schlecht. Ah, jetzt kommt er. Aber recht langsam. Ich glaube, da müssen wir auch noch was tun. Wofür ist denn jetzt hier der obere Balken noch gewesen? Das ist der Speicher und das ist der Generator. Kann das sein? Wenn der untere jetzt gleich voll ist, dass der obere dann auch wieder voll wird. Wenn wir jetzt gleich sehen, wenn er voll ist, der Speicher, dass der Generator auch wieder hochgeht. Kann das sein? Nee. Dem ist nicht so. Ja, da müssen wir dann nochmal gucken. Also Generator müssen wir noch einen ergänzen wohl. Oh, ich habe den falschen angewählt, aber ist jetzt auch egal. So, dann gehen wir mal auf F, weil wir brauchen ja Crew anheuern. Was haben wir denn hier so? Einen Kapitän gibt's da. Piloten, Bergmänner, Kanoniere, Mechaniker. Die brauchen wir. Da wird was beschossen, oder ne, da holt einer was ab, ne, oder? Das will ich jetzt aber gerade wissen. Ja, da kommt ein Frachter und der holt was, okay. Das bedeutet, wenn da ja jetzt ein Frachter kommt und was holt, dann müssen wir doch wieder Reibach machen, oder? 6,2. Hält der auch an, oder? Okay. Also noch ist da nichts passiert. Also er kauft wohl was weg, weil da unten... Ist das so? Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Also da ändert sich nichts. Ah, jetzt ist eine andere Farbe da. Ah, es ist 58, haben wir da gerade gekriegt wohl. Also es ist tatsächlich so, dass wir damit Geld verdienen. Credits. Okay, wir gehen nochmal im Baumodus. Da sehen wir, dass wir 3 Ingenieure und 4 Mechaniker brauchen. Dann arbeiten wir da mal dran. Ulrich, Crew erneuern. Und leider haben wir hier nur die. 4 davon. Die heuern wir jetzt an. Achso, wir müssen docken. Alles klar, da habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Wie sollen die rüberkommen? In der Kapsel geflogen oder so, ne? Okay. Docking Port liegt wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Wir haben ja eine gute Bremse eingebaut, ne? Da ist er. Mein Docking Port. So, jetzt können wir auch docken. Crew anheuern. Und die 4 haben wir da. Und passt. So, jetzt haben wir da oben schon weniger. Jetzt fehlen uns nur die Ingenieure. Da
Das wäre jetzt der mit dem Hammer, den sie hier nicht haben. Okay. Dann machen wir das so, dass wir hier drei davon nehmen. Die heuern wir an. Die werden zu Ingenieuren dann ausgebildet im Endeffekt. Und da wir hier schon wissen, ich nehme mal vierer da noch von mit. Das sind acht, das sind elf. Und dann nehmen wir einen noch mehr hier von mit. Oder wir nehmen den Kapitän mit. Ja, komm, zack. Wer war das? Ein Pilot. Brauchen wir nicht. So, jetzt gehen wir in unser Schiff und regeln das hier. Stand 4, ne? Haben wir einen zu viel oder wie sehe ich das? Gute Frage, aber lassen wir so. Das waren die Ingenieure. Da setzen wir jetzt zwei ein. Dreie. Dann ist das Schiff schon so weit, so gut, ne? Haben wir die Kanoniere jetzt gar nicht gekauft? Ich glaube nicht, ne? Ja, das ist doch irgendwas, ist doch da falsch gelaufen, oder? Wir sind ja noch gedockt, ne? Das bedeutet, wir brauchen definitiv einen Mechaniker. Ah, stimmt. Hier steht noch die 4. Alles klar. Und jetzt fehlt uns ein nicht genügend Unteroffizier. Jetzt brauchen wir noch einen Unteroffizier. Läuft, ne? Gut. Sind wir aber schon drinne. Besatzungsmitglied von dieser Position abziehen. Kann ich jetzt hier aber nichts machen, ne? Ich brauche einen Unteroffizier. Einen Kapitän bräuchte ich gar nicht. Komm, zack, den Kapitän weg. Wieder hier rein. Und Crew anheuern. Gibt es hier keinen Original, also gibt es hier einen davon anheuern. Fertig. Ne, das war falsch. Da wollte ich nicht rein. P wieder. Und zack. Jetzt läuft's. So, was sagt er jetzt nur noch? Unser Schiff ist schwach. Ist klar, weil wir überhaupt noch nichts gemacht haben. So. Jetzt ist nur die Frage. Da hinten blinkt es noch. Das heißt, unsere Sachen sind wohl noch da. Und da ist unser Schiff. Unser altes, kaputtes. Ich sammle das schnell auf, ne? Hoffentlich werden wir nicht beschossen. Na komm schon. So. Im Endeffekt war's das. Das ist jetzt das alte Schiff, welches unter Wrack läuft. Vielleicht bauen wir mal gerade den Dingens ein. Wie heißt es? Sag schon. Den Abbaulaser. Abwrackgeschützturm, ne? Gibt's noch was Besseres? Ich glaube, das ist schon der richtige. Den sitzen wir jetzt einfach. Nee, der muss auf so einen sitzen, steht da jetzt gleich. Passt. Auf neue Nit sein oder besser? Naja, dann haben wir es jetzt geschafft. Nee, Karte wollte ich gar nicht. Baumenü wollte ich raus. Was zeigt er mir denn jetzt da oben an?
Ach so, okay. Dafür brauche ich Bergbauer. Die würde ich so rausschmeißen. Und die nicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir das schaffen. Auswahl. Setzen wir mal auf 3 auf jeden Fall. Bergbauer sind 2 verlangt. Okay, das heißt, wir müssen dann auch gerade ein bisschen tricky machen. Ja, dann fliegt halt noch ein Ingenieur erst raus. Und der wird jetzt gerade zum Bergbauer, bis wir das abgebaut haben, ne? So, jetzt kriegen wir nämlich noch ein bisschen Rohstoffe daraus. Ist ja doch was. Oh, jetzt greift er mich an. Dann muss ich schnell weg. Okay. Das mochte der wohl nicht, dass ich schieße. Aber ich mochte auch nicht, dass der mich beschießt, ne? Er schießt immer noch. Folgt er mir? Oh. Neues Elend. Piraten greifen den Sektor an. Warte mal, was ist denn da? Sind die mit den Zoltern überein, oder? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Weiß ich nicht. Ja, es baut sich jetzt gerade unser Schild auf, ne? Wie wir sehen. Aber wir müssen gerade mal hier was ändern. Das machen wir raus und das machen wir rein. Das ist dann halt so. Die Ingenieure sind schon wichtig, denke ich. Lass die abbauen. So, jetzt ist die Frage, wo können wir uns retten, ne? Denn seine Hülle wird schwächer. Das bedeutet, die Piraten greifen den Xotan an. Und der ist gleich kaputt. Okay. Und das ist ein Torpedo, oder was? Ich denke mal, dieses doppelte Falllein war ein Torpedo, ne? Okay, gut. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind erstmal so weit durch. Gehen hier vielleicht noch hin mit einem F und geben denen gerade den Befehl, mich eskortieren, damit er da aus dem Gefahrenbereich noch rauskommt. Obwohl er da gar nicht vielleicht ist. Naja doch, das könnte sein, dass der näher ist wie hier. Dann kommt er jetzt zu uns, aber auch gut. Ja, da müssen wir schauen, dass wir hier einen Cut machen. Ich glaube, der Xotan, der lebt noch. Und der hat die Piraten kaputt gemacht, ne? Tatsächlich. Krass, oder? Ja, wir müssen fertig werden mit unserem Schiff dann. Bisschen noch aufrüsten, bisschen Schutz brauchen wir noch mehr. Vernünftig die Laser eingebaut. Und dann schauen wir halt weiter, wie wir da vorankommen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch Abonnenten seid. Sonst, wenn nicht, klickt den Button zum Abonnieren und ja, gebt einen Daumen hoch, falls euch die Folge gefallen hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.